Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Schon im 11. Jahr gibt es diese Reihe und es ist großartig, wie populär diese Reihe ist, wie toll diese Filme auch sind, die wir immer wieder zeigen können. Denn wir sagen uns immer, jeden Monat wollen wir ein herausragendes aktuelles deutsches Kinowerk Ihnen präsentieren. Und zwar in dem vollen Paket. Also wir wollen Ihnen vorher noch einen Vorfilm präsentieren anstelle von Werbung, der möglichst thematisch und ästhetisch passt. Ist. Ich bin gespannt, wie Sie es gleich empfinden. Ich habe ihn mal wieder ausgewählt und danach wird es das Gespräch, das Gespräch geben mit Doris Dörri. Und da sage ich schon mal herzlich willkommen. Toll, dass Sie hier sind, noch vor Kinostart. Herzlich willkommen in Frankfurt. Diese Reihe findet wie immer statt in Kooperation zwischen dem Deutschen Filminstitut und der EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Und Ulrich Sonnenschein, zugleich Moderator beim HR, wird nachher das Gespräch führen. Also es lohnt sich dann auch nach dem Abspann noch sitzen zu bleiben. Aber jetzt, wie angekündigt, es ist eine ganz, ganz besondere Vorführung, die uns gleich erwarten wird mit Grüße aus Fukushima, denn es ist noch vor Kinostart, es ist eine Preview, es ist wirklich was ganz Besonderes und ich durfte den Film schon in Berlin sehen und ich sage schon mal, es lohnt sich sehr. Und um die Spannung noch etwas zu erweitern, eben wie gesagt, jetzt zunächst ein Vorfilm. Die Eisbar, darin heißt dieser Film, Alla Tschurikowa. Aus dem Jahr 2003, 35 mm, ein Animationsfilm, eine Mischung aus Zeichentrick und ja, sie macht da sowas mit Sand. Sie werden das gleich entdecken, das Ganze in Schwarz-Weiß und ja, ich hoffe, es gefällt Ihnen, dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Vergnügen. Ja, das war die Eisbaderin, hat seinerzeit auch den ein oder anderen Kurzfilmpreis gewonnen. Ja, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich natürlich gerne noch ein paar Leuten danken, dass das überhaupt möglich ist, eine Woche vor Kinostart. Und da möchte ich zunächst Limelight PR danken. Herr Heiter ist heute hier, Frau Graf hat uns da sehr unterstützt. Von Majestic, Frau Schlüter natürlich, von Fox ist Herr de la Tour hier. Einen herzlichen Applaus, dass Sie das alles möglich machen, dass wir hier so eine Veranstaltung ausrichten dürfen. Dankeschön. Ja, und nun, es ist uns eine wirklich große Ehre. Der große Durchbruch 1985 Männer, seitdem aus der deutschen Filmgeschichte absolut nicht mehr wegzudenken. Herzlich willkommen, Doris Dörri. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und ich sag mal willkommen zurück, denn Sie hatten hier ja eine Carte Blanche vor einigen Jahren. Ja, das war schön vor... weiß nicht, 5, 6 Jahren sowas. So, ja. Das war eine tolle Veranstaltung, weiß ich noch. Und jetzt im umgebauten Haus, sieht alles ein bisschen anders aus. Schön habt ihr es hier. Ja, freut uns. Dankeschön. Und ich bin ja wirklich fassungslos über ihre Energie. Die Frankfurter haben ja unglaublich Energie. Jetzt irgendwie Film, 109 Minuten, dann noch eine Stunde Gespräch. Wahnsinn. Drunter machen wir es nicht. Ja, aber wirklich in dem Zusammenhang möchte ich mich bei all Ihnen bedanken, dass Sie sich heute Abend entschieden haben, hierher zu kommen. Denn das wird ja immer schwieriger, sich dazu zu entscheiden, in ein Kino zu gehen, statt irgendwie iPad, Laptop, Glotze, weiß nicht was alles aufzurufen, was ja viel bequemer ist und auch wärmer ist und so weiter und so weiter. Und ich merke das an mir, also die sich aufraffen und wirklich ins Kino zu gehen, das wird immer komplizierter. Deshalb vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, heute Abend hierher zu kommen. Sie machen es einem aber auch leicht, ja, kann man auch klatschen. Oh, danke, danke. Nein, tatsächlich. Kirschblüten Hanami ist für mich einer der absoluten Lieblingsfilme und ich dachte mir, und jetzt nochmal ein Film über Japan. Und dann habe ich den jetzt im Zoo in Berlin gesehen bei der Premiere und dachte mir, wow, da noch einen drauf. Wie kam es zu der Entscheidung, nochmal sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen und jetzt auch aktueller natürlich noch? Naja, das ist nicht das Thema, sondern es ist Japan. Halt ein Thema, was halt zufällig in Japan spielt und leider in Japan. Das ist die Dreifachkatastrophe von 2011. Auf diesem Hintergrund spielt der Film. Und das vergessen wir immer, es waren drei Katastrophen in 20 Minuten. Es war der Tsunami, das Erdbeben und der Reaktorunfall. Und wir haben uns den Reaktorunfall besonders gemerkt eben und sind ja auch als Einzige auf der Welt danach aus der Kernenergie ausgestiegen, was ja wirklich erstaunlich war. Ne? Ja. Und deshalb haben wir eigentlich alle eine wirklich sehr tiefe Verbindung zu Japan, weil es nur aufgrund dieser Katastrophe passiert ist. Aber die spüren wir natürlich nicht, diese Verbindung, das haben wir vergessen. Und das ist schon auch mit ein Grund, warum ich diesen Film machen wollte, um diese Verbindung nochmal zu erforschen und auch genau zu erzählen.
Dieser Film hat auch jetzt im Vorfeld schon Preise bekommen. Bayerischer Filmpreis für Rosalie Thomas. Sie werden sie gleich lieben. Dann zwei Preise bei der Berlinale. Ist das was, was es vielleicht erleichtert, so in so eine Tour jetzt reinzugehen, den Film den Leuten zu präsentieren? Oder verändert das gar nichts? Na, Preise sind immer schön. Kriege ich immer gern. Aber was wirklich es leicht macht diesmal, ist die große Begeisterung gewesen vom Publikum. Nicht, dass ich sie jetzt erpressen will, dass sie auch so begeistert sind. Überhaupt nicht. Aber das war schon eine phänomenale Premiere. Und das ist das, was man sich immer, immer erhofft. Und es klappt halt so selten, dass ein Film sich wirklich so erzählt, dass alle mitgehen und dass es so eine Verbindung auch wieder zwischen Film und Publikum gibt. Das passiert nicht so oft. Und ich bin schon relativ lange dabei. Ich weiß, wie selten das dann wirklich passiert. Ich sag mal, wir geben unser Bestes. Wir sagen ganz herzlichen Dank schon mal. Doris Dörrie, viel Spaß Dankeschön. Ihnen bei dem Film und bis Danke. Nachher. Wir ja. sehen uns wieder. Danke, Danke Ihnen. Danke. Bitte begrüßen Sie Doris Dörrie und Ulrich Sonnenschein. Ihr Applaus, jawohl. Danke. Können Sie noch? Ja, ich begrüße Sie auch erstmal recht herzlich. Vielen Dank, dass Sie noch ausharren und uns ein wenig zuhören. Am 11.03. ist der 5. Jahrestag vom Erdbeben, vom Tsunami, vom Strahlenunfall in Fukushima. Am 10. startet der Film. Besser kann es eigentlich nicht gehen. Ja, oder trauriger. Ja, klar. Also das ist natürlich schon auch so geplant gewesen, dass der Film zeitgleich rauskommt, um da nochmal dran zu erinnern. Ja. Sie haben vorhin gesagt, man hat es hier fast vergessen, was da passiert ist. Das liegt nicht nur daran, dass wir so vergesslich sind, sondern auch, dass die Weltöffentlichkeit nicht gerne mit ihren eigenen Fehlern konfrontiert wird. War das auch so ein bisschen Ihr Impetus zu sagen, ich zeige euch nochmal, was ihr da gemacht habt? Nein, ich bin nicht so didaktisch oder pädagogisch veranlagt. Nein, es hat anders angefangen, dass ich selber hingefahren bin, 6 Monate nach der Katastrophe, weil ich selber sehen wollte und weil ich halt auch viele Freunde in Japan habe, die sehr, sehr traumatisiert waren von diesem Erlebnis und sich sehr im Stich gelassen gefühlt haben von uns Ausländern, weil alle sofort geflohen sind, aus Tokio sogar und auch noch weiter südlich, direkt nach dem 11. März. Und da dachte ich, na gut, dann fahre ich hin und schaue es mir an und hatte da aber auch ein sehr mulmiges Gefühl, weil das ja damals doch auch sehr viel höher noch war in der Strahlung und ja, das war wirklich auch noch Sperrzone, aber ich habe mich einfach verpflichtet gefühlt, es mir selber anzuschauen. Und so ging die ganze Geschichte los und dann habe ich gemerkt, doch, das hat mich wirklich auch so bestürzt, wie innerhalb von wenigen Minuten, 20 Minuten alles weg sein kann, sein ganzes Leben verschwinden kann. Und das ist ein unfassbares Erlebnis, aber es hat natürlich auch etwas sehr Universelles, denn es ist das, wovor wir uns alle fürchten, dass alles, was uns lieb und teuer ist und was uns ausmacht, verschwinden kann von einem Tag auf den anderen. Durch private Tragödien, durch Naturkatastrophen, das ist aber trotzdem eine universelle Angst. Angst ist ein gutes Stichwort. Sie haben vorhin gesagt, es ist eine dreifache Katastrophe gewesen. Zwei Teile davon, das Wasser und das Beben der Erde, das kann man gut darstellen im Bild. Das dritte, die Strahlung ist nicht sichtbar, ist nicht mal spürbar, zumindest nicht unmittelbar, sondern eher auf lange Sicht. Und sie wird wahrscheinlich von allen drei Katastrophen im Bild am deutlichsten durch diese Geigerzähler. Und da und die Säcke auch, ne? Kriegt man da nicht Angst? Wenn es anfängt zu ticken auf dem Geigerzähler? Naja, klar. Am Anfang hatte ich da schon Angst und dann habe ich mich halt sehr, sehr lange damit beschäftigt und wusste auch sehr genau, dass da, wo wir gedreht haben, die Strahlung okay war. Also ich habe dann gelernt zu unterscheiden wieder zwischen Millisievert und Mikrosievert. Das wusste ich zwar alles mal nach Tschernobyl, aber hatte ich auch vergessen und Becquerel, wie genau das gemessen wird und wie hoch die Belastung an jedem Tag sein darf und so weiter und so weiter. Und das Fernsehen am Ende genauso viel Strahlung hat, genauso viel Zerfälle. Fernsehen nicht unbedingt, aber Langstreckenflüge.
Das einzige Mal, wo unser Geigerzähler völlig ausgeflippt ist, war im Flug zurück von Tokio nach Deutschland. Da hat er nonstop gepiept. Das wusste ich auch so irgendwie, aber es war mir nicht klar, wie hoch die Belastung ist, wenn man fliegt. Wie hoch effektiv ist denn die Belastung in diesen Wohngebieten? Also die japanische Regierung sagt, es ist sicher, man kann da wieder, sogar wieder zurückkehren nach Fukushima. Naja, also Fukushima ist ja nur ein, es ist nicht der Ort Fukushima, sondern es ist die Provinz Fukushima, ist ein Teil. Es gibt ja viele Provinzen, die betroffen waren. Hm. Und da kann man, die tägliche Strahlung ist so, dass man da sich aufhalten kann, ja. Aber zurückgehen kann man deshalb nicht, weil die Strahlung im Boden hoch ist und weil es da nichts mehr gibt, wie man sieht. Und Wasser? Das Wasser, das ist eine schwierige Angelegenheit. Das Trinkwasser, es wird gesagt, es ist sicher, das kann man nicht selber messen. Das sind Becquerel-Messungen, die sind viel komplizierter. Da muss man immer ins Labor einschicken. Ja, also da kann man sich nur darauf verlassen, dass es okay ist, aber... Das heißt, man trinkt besser keinen Tee, sondern lieber Sake. Naja, aber das ist alles immer so schwierig. Den Tee in der Provinz Fukushima, den kann man gefahrloser wahrscheinlich trinken als den Tee, den wir hier exportiert bekommen. Weil in der Provinz Fukushima tatsächlich alle Lebensmittel nachgemessen werden. Nur was dann in anderen Teilen Japans verkauft wird und von da kommt, das wird nicht gemessen. Also es ist schwierig. Und das ist auch die grundsätzliche Erfahrung, dass man schnell versteht, dass man sich nicht wirklich schützen kann. Dass es etwas ist, was ja ganz schwer nur auch nachweisbar ist und man kann damit nicht wirklich umgehen. Also wir als Menschen können damit einfach nicht vernünftig umgehen. Die japanische Regierung hat unmittelbar nach dem Reaktorunglück relativ schnell viele oder sogar alle Atomkraftwerke abgeschaltet. Inzwischen sind sie alle wieder am Netz. Wie geht man um? Alle nicht, aber nach und nach gehen sie wieder ans Netz. Wie geht man um damit, mit dieser Frage? Also am Ende ist ja sehr schön auch dieser junge Mensch mit dem No Nukes. Das ist eine alte Dame. Oder wie auch immer. Okay. aber dieses Schild macht sie jung. Ja, selbst gehäkelt. Das ist schon sehr rührend. Aber das ist auch das Bestürzende an dieser Demonstration letztes Jahr gewesen. Dieses Jahr ist es vielleicht anders wegen dem 5. Jahrestag. Da war das Durchschnittsalter der Demonstranten 75 Jahre. Mhm. Das heißt, die jungen Leute interessieren sich nicht? Nein. Hauptsache, nein. Der Strom kommt aus der Steckdose. Ja, und damit sind sie dann auch letzten Endes sehr ehrlich. Das ist das, was sie am meisten auch bewegt und interessiert. Und es ist auch nicht unbedingt eine große japanische Tradition, sich jetzt aufzulehnen und zu rebellieren. Sie haben ja mit den Bewohnern von, ich muss das ablesen, Minamisoma zusammengearbeitet. Wie sind die Ihnen entgegengekommen? War das für die sowas wie, wir werden jetzt ausgestellt oder war das, wir werden jetzt endlich mal wahrgenommen? Überhaupt nicht. Also man muss sich das so vorstellen, dass sie ja nach 2011 im November, 6 Monate danach, haben sie gedacht, dass irgendwie sie schon entweder zurück können oder dass sie woanders in andere Häuser ziehen können, dass ihr Leben irgendwie weitergeht. Und jetzt, 5 Jahre später, sind sie immer noch in derselben Situation und sind komplett vergessen worden, nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von der Regierung und leben eigentlich in so einem Limbo. Und die waren sehr, sehr dankbar, dass überhaupt jemand gekommen ist, einfach nur auf Besuch gekommen ist. Die haben sich darüber gefreut, dass wir einfach nur da waren, endlich mal andere Leute sehen. Und dann haben sie sich gefreut über die Hula-Hoop-Workshops und über die Clowns-Performance. Das war einfach nur Abwechslung und Unterhaltung. Sind es tatsächlich so wenig Menschen und gibt es keine jungen Leute da? Nein, die Jungen sind sehr schnell nach der Katastrophe alle gegangen. Auch sehr ermuntert von den Großeltern, die da geblieben sind, weil man überhaupt nicht wusste, wie kann man kleine Kinder jetzt noch da irgendwie richtig ernähren oder sie auch ständig daran zu hindern, in der Erde zu graben, im Sand zu graben, sich auf das Gras zu setzen. Das geht alles nicht. Und deshalb sind die Familien mit kleinen Kindern sehr schnell weggezogen und viele sind dann auch nie wieder zu Besuch zurückgekommen. Das habe ich versucht, mit der Tochter zu erzählen, dass da sehr viel schlechtes Gewissen ist, aber so richtig möchte eigentlich auch keiner dahin. Ist auch irgendwie nachvollziehbar, ja, oder? Ja, klar, na klar. Und ich meine, alles sehr menschlich. Diese absurden Versuche, Strahlung zu reduzieren, indem man verstrahlte Erde abträgt, aber sie dann in Säcken stapelt und da stehen lässt. Ja, und nicht nur da stehen lässt. Inzwischen sind die auch weggeschwemmt worden, weil es eine kleine Springflut gab und viele von diesen Säcken sind einfach ins Meer geschwemmt worden.
Und man versucht teilweise auch, sie nicht mehr sichtbar zu machen, indem man sie verschalt oder. Ja, es werden blütenweiße Wände davor gezogen. Wo ich immer denke, wenn das ein Berliner sehen würde, der wäre begeistert, weil er sofort alles mit Graffiti vollmalen könnte. Aber nein, die bleiben blütenweiß. Das ist Japan und stehen davor und man guckt nicht mehr dahinter. Es ist auch ein sehr schönes Bild dafür. Für mich war die erste, beziehungsweise nicht die erste, sondern eine der ersten Szenen, die erste Szene, wo Marie in Japan zu sehen ist und eben auch die fast letzte an der Bahnstation, U-Bahn-Station mit dieser Katze. Diese Katze ist einfach nur ein Katzenkopf. Für mich sieht er unheimlich traurig aus. Ich weiß nicht, ob Katzen traurig aussehen können. Ich bin eher der Hundemensch. Aber das war ein sehr beeindruckendes Bild. Die Katze spielt für Japan eine relativ große Rolle. Ja, seltsam. Die Japaner sind katzenverrückt, aber es gibt nirgendwo Katzen. Es ist ganz schwierig, eine lebendige Katze zu finden. Selbst auf dem Land unmöglich, eine Katze zu finden. Ganz schwierig. Die kosten 2000 Dollar, eine Katze auf dem Land, wo man denkt, bitte, geht's noch? Ja, wirklich wenig Katzen gibt es in Wirklichkeit. Aber es gibt eine große Katzenmanie, das stimmt. Und das ist sehr, sehr japanisch. Dieser Katzenmann, das ist ein Angestellter, der jeden Tag ins Büro geht, im schwarzen Anzug, den hat er ja da auch an als Katze. Und dann kommt er nach Hause und macht seine Katzenköpfe aus echtem Katzenhaar. Also das sind tote Katzen, wo er das Fell irgendwie die einzelnen Haare rauszupft und dann diese Katzenköpfe bastelt und hat vier Katzenköpfe. Und dann stellt er sich am Wochenende mit den Katzenköpfen dahin und will auch nichts. Er will kein Geld, er will gar nichts. Er will einfach nur eine Katze sein. Und das ist sehr japanisch. Und haben Sie den Diese. da gefunden zufällig Nee, oder ich habe kannten Sie im den? Internet, nee, ich habe im Internet in Tokio von ihm gelesen und habe dann versucht, ihn zu finden und habe es dann auch geschafft. Und habe ihn dann gefragt, ob wir mit ihm drehen könnten. Und da hat er gesagt, ja, gerne, aber ich habe nur eine halbe Stunde Zeit nach Büroschluss. Und dann muss ich nach Hause. Und damit war der Rahmen des Films geschaffen, nach einer Ja, halben Stunde. das Glück, mein Glück ist, dass wir inzwischen uns angewöhnt haben, so klein und beweglich zu drehen, dass wir das können. Das können normale Filmteams nicht. Das ist zu aufwendig, diese halbe Stunde zu erwischen. Das ist viel zu kompliziert, wenn man mit so großen Teams arbeitet. Da scheitert man dann eben schon an dem Parkplatzproblem. Wir nicht, also wir können es dann wirklich. Und so konnten wir auch die wirklichen Leute integrieren. Der Abt, der vorkommt, ist auch wirklich der Abt von dieser Notunterkunft. Der hat dann auch seine wirkliche Geschichte mir erzählt, die im Film wieder vorkommt. Also dieses Integrieren von Realität, das schaffen wir ganz gut mit dieser Methode. Der Abt, das haben Sie mir vorher erzählt, muss ich jetzt einfach mal, weil ich das toll finde. Dieses Stück, was von Velvet Underground eingespielt wird, ist tatsächlich ein Stück, was dieser Abt zu seinen Lieblingsstücken zählt. Ja, mit dem kann man über die ganze Zeit prima reden. Über Velvet Underground, die Ramones kennt er sehr gut. Er kennt so die ganze, also Rolling Stones sowieso, Roaring Stones auf Japanisch. Ja, das ist aber auch eine Geschichte, die wir teilen. Japan und Deutschland teilt sehr viel historisch. Wir teilen diese ganze schreckliche, dunkle Epoche der Nazizeit hier und des Faschismus in Japan, der verlorene Krieg, die Zerstörung, der Wiederaufbau. Die Städte in Japan sehen aus wie Frankfurt, Hannover, Köln. Da fühlt man sich als Deutsche auch sehr schnell seltsam heimisch. Das kennt man alles. Diese Fundamente ab und zu, die noch historisch sind und dann diese 50er-Jahre-Bauten. Wir teilen diese große Faszination von Amerika in den 60er Jahren, von der Popkultur. Das sind alles sehr, sehr enge Parallelen. Dieses dumme, verwöhnte Mädchen aus Deutschland, wie sie sich selbst nennt, in einem Anfall von Selbsthass, das nach Japan kommt. Wo kommt diese Geschichte her? Wo haben Sie die gefunden? Ja, das hat sich langsam zusammengesetzt aus vielen Versatzstücken. Einmal aus dieser konkreten Erfahrung in Fukushima, als ich da war. Zum anderen natürlich auch durch meine vielen, vielen Reisen durch Japan. Und ich war als junge Frau 1985 das erste Mal in Japan und habe mich durchaus auch so gefühlt wie Marie. Ich hatte zwar jetzt keinen Auftrag mit den Clowns, sondern bin nur rumgetrampt, aber war natürlich auch der Elefant, weil ich so Aber Sie hatten vieles einen Film im falsch Gepäck. gemacht habe. Ja, schon, aber von dem habe ich mich schnell verabschiedet. Ich bin dann einfach durchs Land gefahren und war ein kompletter Fremdkörper. Also damals gab es doch deutlich noch weniger Ausländer als jetzt. Es gibt immer noch sehr wenig Ausländer in Japan, aber es gab auf dem Land niemanden. Und da
war meine Chance, überhaupt irgendwie Dinge richtig zu machen, gleich null, weil ich das auch alles nicht kannte. Aber auch jetzt, ich war inzwischen 25 Mal in Japan oder sogar 27 Mal, mache ich auch immer noch nicht alles richtig. Das geht nicht als Ausländer. Man wird nie alles richtig machen können. Und deshalb ist man auch automatisch immer der Elefant. Es gibt keine andere Möglichkeit. Deswegen auch die Geschichte, die dem Elefanten seine Rolle zuweist und ihm auch eine kathartische Funktion gibt. Ja, aber hier erlösen sich ja beide gegenseitig. Aber natürlich ist es doch auch das, was mich immer wieder an Japan fasziniert. Das ist dieses ganz andere Bewusstsein vom anderen und auch immer erst dieser Gedanke an den anderen. Also immer diese Hinwendung erstmal von mir weg zum anderen. Das ist sehr anders als bei uns, wo wir doch sehr ich-zentriert sind. Und das ist etwas, was auch eine große Zärtlichkeit hat und eine große eine Freundlichkeit oder Zärtlichkeit, die immer wieder sehr besticht und mich auch immer wieder gefangen nimmt. Es hat auch wieder seine Kehrseite, weil dadurch der Einzelne, das Individuum, sehr, sehr unterdrückt wird auch. Man darf nie über das eigene Leid sprechen zum Beispiel. Und daran kann man dann auch sehr ersticken. Und das ist wiederum die Rolle, das ist auch, hat mit dieser Geschichte zu tun, das ist die Rolle des Westlers und das kenne ich selber sehr stark in Japan, dass mir, vor allem Frauen, sehr, sehr intime Geschichten sehr schnell erzählen, weil sie es Japanerinnen oder Japanern nicht erzählen können, aber mir. Also ich bin so eine Art Kummerkasten, so ein wandelnder Kummerkasten, weil ich von außen komme und auch außen bleibe. Man kann in Japan nicht nach innen kommen, man bleibt immer außen. Das erfährt Marie auch. Ihr Gegenüber ist eine im Alter fortgeschrittene Frau, von den Erfahrungen her ganz anders sozialisiert. Sie ist die letzte Geisha von Fukushima gewesen, eine Lehrerin, jemand, der sich auch nach Schülern sehnt und nimmt dann ausgerechnet diesen Elefanten als Schülerin, versucht ihr zumindest rudimentär Dinge beizubringen, die man, wie Sie sagen, als Westler sowieso nicht lernen kann. Und dann gibt es diese Szene, wo sie anfängt zu essen, Suppe, und sagt dann, you eat too much. Mhm. Und meint aber, du isst zu viel auf einmal, nicht insgesamt zu viel. Ja, aber das ist auch wiederum sehr japanisch. Eigentlich isst man in Japan immer nur so, dass man zu 75% satt ist. Das ist eine Grundeinstellung. Man würde sich nie komplett satt essen. Diese 75%, das ist, bezieht sich auf alles. Dass man sich nie komplett sättigt, also egal was das ist. Auch wieder sehr anders als bei uns. Diese Verhaltensregeln, die Beine nicht breit zu machen und sich nicht hinzuflezen und so weiter, das kann man alles sehr gut nachvollziehen. Wo geht das denn über in Regeln, die man nicht mehr nachvollziehen kann und die man dann als Westler auch nicht mehr lernen kann? Auch wie in dieser Geschichte, dass diese große Disziplin sich selbst gegenüber dann aber auch irgendwann umkippt in eine rigide und sehr formelhaftige Disziplin, die dann auch hier Satomi durchaus erstickt. Und sie ist ja dann auch wie erstarrt in dieser Form, in dieser großen Disziplin. Das ist etwas, was ich auch schwierig finde. Also das fand ich auch zum Beispiel in dem Klosterfilm Erleuchtung garantiert sehr schwierig, dass es dann doch auch etwas durchaus Martialisches bekommt, weil es so rigide ist in dieser Regelhaftigkeit. Und da ist dann auch der Westler wieder sehr praktisch, weil wir ja gar nicht anders können, als gegen die Regeln zu verstoßen und spontan zu sein. Also so wie ich auch rede, alles, was ich mache, ist aus japanischer Sicht nicht ungehörig. Ja, es ist nicht richtig. Aber das ist eben ein schönes Wechselspiel oder ein interessantes zumindest, wo man sich gegenseitig auch sehr befruchten kann. Warum musste diese Figur eine Geisha sein? Weil das gibt viele Gründe. Zum einen gibt es eine reale Vorlage für diese Geisha. Das ist die alte Geisha Ito-san, 86 Jahre alt, vor 6 Wochen gestorben, hat den Tsunami überlebt, war in einer Notunterkunft, wie hier im Film, untergekommen, ein bisschen weiter nördlich in Kamaishi und hat dann sehr, sehr, sehr darunter gelitten, dass ihre Schülerinnen entweder umgekommen waren oder dann auch gegangen waren, geflohen waren, junge Frauen. Und sie hatte diesen Song, diesen Fisherman's Song, den sie unbedingt weitergeben wollte und konnte es nicht. Und das haben 3 junge Geishas aus Tokio erfahren und sind auf eigene Faust dahin gefahren, zu der Geisha von Kamaishi, und haben das gelernt.
Und das hatte ich gelesen in der New York Times. Und habe dann mich auf die Suche gemacht nach diesen drei jungen Geishas. Habe sie Wunder über Wunder tatsächlich gefunden in Tokio. Und die drei spielen jetzt die drei Geishas im Film. Also eine von ihnen ist die Yuki, die auch wirklich diesen Song, den sie selber von der alten Geisha von Kameishi gelernt hat, hier singt. Der Fisherman Song. Ui, ui. Und da kam das sehr schön als Geschichte einfach auf mich zu. Das hat mich, ja, das ist zu mir gekommen. Und zum anderen war mir auch wichtig, Geishas anders zu erzählen. Sie sagt ja, Satomi sagt ja sehr selbstironisch, sie ist im Entertainment-Business. Und so ist das auch. Und wir haben oft sehr klischierte, seltsame Vorstellungen davon im Westen. Das ist Prostitution mit nur wenig anderen Vorzeichen ist. Das stimmt so nicht. Wie gesagt, die ersten Geishas waren Männer und erst später wurde diese Rolle von Frauen eingenommen. Das ist Gesang, Tanz und Unterhaltung, Konversation vor allen Dingen. Ja, und es ist geschliffene Unterhaltung. Und es ist ein sehr, sehr stark ritualisierter Tanz auch. Das sieht man ja am Ende, wo sie dann den Jungen das wieder beibringt. Also es ist eine Kulturform. Aber es gibt auch die andere Seite, wo sie sagt, not husband, lover. Ja, weil die Geishas als Künstlerin auch immer sehr viel freier gelebt haben. Und das stimmt auch, wenn sie sagt, I was a little bit crazy. Ja, Geishas waren auch berühmt dafür, dass sie, weil sie als Künstlerin gelebt haben, eben nicht genau reingepasst haben in dieses sehr formelhafte Leben und verrückt waren. So wie Künstler ja auch immer als verrückt angesehen werden. Ich finde, dieser Film ist ungeheuer farbig. Er ist allerdings nicht bunt, sondern schwarz-weiß. Warum die Farbe wegnehmen? Das war keine schwere Entscheidung, weil die Farbe wirklich gar nicht mehr vorhanden ist. Das ist alles sehr, sehr farblos, uninteressant. Das sieht alles so ein bisschen aus wie ja, Felder in Brandenburg im Winter mit so einem grauen Himmel drüber. Da ist nicht viel an Kontrast. Das ist für einen Moment ganz schön, aber dann ist es auch langweilig und matschig. Und in Schwarz-Weiß kriegt es so einen ganz klaren Kontrast und es ist hat natürlich auch einen großen Vorteil, dieses Schwarz-Weiß. Die Gesichter werden so schön. Also so wie Rosalie Thomas hier aussieht in Schwarz-Weiß und auch die Satomi, das hat schon eine ganz besondere Kraft auch, die man mit Farbe nicht so bekommt. Und Schwarz-Weiß sortiert auch sehr schön, was wichtig ist und was unwichtig ist. Und die Landschaft wird auch poetisch dadurch. Ja. Selbst dieser tote Baum, der wahrscheinlich sehr hässlich aussieht, wenn man ihn farbig sieht, kriegt so eine majestätische Größe. Ja, weil der Kontrast eben so hoch ist. Und dahinter ist sonst eben so ein Hannover-Himmel. Und in Schwarz-Weiß hat es plötzlich eine Kraft. Und es verbindet sich auch, also die gespielten Szenen verbinden sich besser mit den realen Szenen der Flut, die reinkommt, die ja das hätte man in Farbe, ja, aber das hätte man in Farbe natürlich auch machen können, denn das Material sind Handyaufnahmen von den wirklichen Bewohnern von Minamisoma. Die sind natürlich eigentlich auch in Farbe. Aber ja, es kriegt etwas Exemplarischeres. Und wie gesagt, der Kontrast, das ist ja eine schlechte Qualität, diese Handyaufnahmen. Dadurch wird der Kontrast weicher. Ja, aber mir ging es, ja, mir ging es nur primär wirklich um dieses Universellere, was das Schwarz-Weiß auch hat. Denn es geht ja nicht nur um Fukushima hier, sondern es geht um allgemeine universelle Erfahrungen wie Verlust. Verlust, Schmerz, wie lebt man damit, wie kommt man damit zurecht, wie überwindet man Schmerz, wie bekommt man eine gewisse Leichtfüßigkeit zurück. Das ist eine universelle Geschichte vor diesem Hintergrund. Ich würde gerne noch ein paar Worte sagen zu oder hören zur Musik. Normalerweise spreche ich nicht über Musik bei Filmen, weil das oft einfach Musik ist. Aber hier ist es Ulrike Hage. Ulrike Hage ist die Pianistin der Rainbirds gewesen. Für mich eine wichtige deutsche Band zu einer gewissen Zeit. Und diese magischen Klangwelten von Ulrike Hage fand ich immer toll, habe ich lange verfolgt. Wie war die Zusammenarbeit? Die war toll. Wir haben uns auch schön kennengelernt. Es passte sehr gut zum Film. Eigentlich ging es so los, dass ich ein Stipendium hatte in Kyoto, 3 Monate ganz toll als Schriftstellerin, war ich eingeladen nach Kyoto und habe da Kalligrafiestunden genommen und habe zu der Musik von Ulrike Hage immer meine Übungen gemacht. Und irgendwann habe ich gefragt, wer ist denn das eigentlich? Und da hat meine Kalligrafielehrerin gesagt, ja, das ist Ulrike Hage, die hatte das Stipendium im Jahr vor dir.
Und dann kam sie auch, um noch ein Konzert zu geben, ein Jahr später, als ich da war. Und dann stellte sich raus, dass wir in demselben Zimmer gewohnt, also sie in meinem Zimmer sozusagen gewohnt hatte, ein Jahr zuvor. Und dann habe ich sie eingeladen in ihr altes Zimmer, in mein jetziges. Und dann haben wir uns sofort sehr, sehr gut verstanden und haben viel über Japan uns auch ausgetauscht und habe gemerkt, dass uns ähnliche Dinge interessieren an Japan und faszinieren. Und als ich dann diese Geschichte fertig geschrieben hatte, war mir eigentlich vollkommen klar, dass sie die Richtige dafür ist. Und wie, wann hat sie angefangen zu komponieren oder wann hat sie angefangen, Musiken auszuwählen dafür? Schon in der Drehbuchphase? Nein, eigentlich erst im Schnitt, also erst ab Juni letzten Jahres. Und gab es da irgendwelche Wünsche von Ihrer Seite oder haben Sie ganz freie Hand gelassen, was nee, immer Sie machen ist, wollte? Das ist immer ein sehr komplizierter Prozess. Also man, Sprache ist ja auch schwierig, Musik über Sprache zu vermitteln. Also sie hat dann Themen gespielt und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und sie hat am Klavier vorgespielt und wir haben Filmszenen dazu angeschaut und dann hat sie es wieder umgeschrieben und das ging aber so sehr fließend und sehr, sehr schön als Work in Progress. Im Abspann kann man lesen, dass es auch Drehorte in Deutschland gegeben haben muss, weil es ein deutsches Team gab, ein deutsches Set. Für die Rückblenden, ja. Das sind diese kurzen, ganz kurzen Rückblenden. Das war Deutschland. In die Zeit vor dem Tsunami. Oder die Zeit in Deutschland, die Hochzeitsszene zum genau, Beispiel. Genau, das sind die Rückblenden. Das sind die einzigen kleinen Szenen. Ja, alles ja. andere ist komplett in alles Japan. Alles in Japan, gewesen. Ja. Und wie kommt man mit der Sprachbarriere zurecht? Ich weiß, Sie sprechen ein bisschen Japanisch, aber ist trotzdem noch eine Barriere da, oder nicht? Ja, klar ist die da. Ah ja, ich merke die schon gar nicht mehr, weil ich irgendwie immer gut zurechtkomme. Man lernt, sich auf andere Dinge zu verlassen und nicht alles immer nur verbal klären zu wollen. Das lernt man in Japan wirklich ganz gut, dass man auch gezwungen ist, auf ganz andere Quellen in sich zurückzugreifen, die nichts mit Sprache zu tun haben. Und man lernt auch, und das ist schon etwas, was Japan mir immer wieder beibringt, dann vergesse ich es leider auch wieder, man lernt sehr viel achtsamer, aufmerksamer zu sein, was eigentlich wirklich so um einen rum passiert und welche Informationen nonverbal vermittelt werden. Also zum Beispiel mit dem Abt, da hat es gereicht, einfach nur mit ihm stumm zusammenzusetzen und in seinem Tempel Tee zu trinken. Das hat gereicht und da hatte er dann Vertrauen zu mir und ich auch zu ihm. Da braucht man dann nicht groß reden. Aber mit dem Team ist es doch anders. Also mit dem Lichtmann oder Kameramann zu reden ist... Mit ihm brauche ich auch nicht zu reden. Vieles beim Film sind ja Vorgänge, die weiß man, weil man professionell ist. Und die erkennt man auch. Und da braucht man dann auch nicht so wahnsinnig viel zu reden. Andere Dinge, klar, die müssen diskutiert werden. Welche Requisiten will man jetzt wirklich? Oder welches Haus sucht man jetzt wirklich aus? Klar, das schon. Aber vieles läuft eben auch durch diesen... Arbeitsprozess ist es ja wie eine Manufaktur, so ein Filmbetrieb. Und da weiß man, also wenn Tischler zusammenarbeiten, wissen die auch, was ein Hobel ist, weil er auf der ganzen Welt gleich ist. Das ist jetzt der vierte, wenn ich richtig gezählt habe, Japan-Film oder Film in Japan, Erleuchtung garantiert, Der Fischer und seine Frau, Kirschblüten, Hanami und dieser. Gibt es noch einen fünften? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Dieser Film war halt extrem hart, den zu machen. Ich musste mich danach auch wirklich von Japan erholen. Wir alle haben, glaube ich, wirklich ein halbes Jahr keinen Reis mehr gegessen danach, weil das so hart war. Weil wir, und das haben wir vorher nicht so ganz überrissen, wir mussten dann notgedrungen mit den Bauarbeitern in einem Container zusammenwohnen, weil es ja gar keine Hotels gibt, für wen denn auch. Und da gab es dann nur zwei Puffs nebenan und ein Krematorium. Und direkt daneben... Und über die Straße gab es so einen winzigen Supermarkt und da waren wir 7 Wochen. Das war anstrengend und es war natürlich auch wahnsinnig anstrengend, jeden Tag mit diesem Schrecken auch zu tun zu haben. Diese Fundamente, die man da sieht ums Haus rum, all diese Leute sind ja gestorben. Die Leute in dem Haus selber haben glücklicherweise überlebt, aber im Nachbarhaus sind auch alle ertrunken. Also es war ja ständig gegenwärtig. Oder auch die Leute, die in diesem Container-Hotel gearbeitet haben, alle hatten Tragödien erlebt. Und das spürt man natürlich jeden Tag, auch wenn man nicht groß drüber redet. Das kam dann schon auch immer wieder raus in kleinen Anmerkungen und dann immer mehr natürlich, weil wir so viel Zeit zusammen verbracht haben. Aber das war
Mühsam. Auf der anderen Seite war es auch irgendwie toll. Die Bauarbeiter sind morgens um 5 mit ihren Baggern von diesem Hof gefahren. Wir sind dann so um 7 zum Drehort gefahren. Abends sind wir alle zusammen wieder nach Hause gekommen und dann haben wir zusammen unsere Wäsche gewaschen. In einer Waschmaschine, die Bauarbeiter und wir. Die Bauarbeiter waren immer sehr nett und haben dann die Maschinen, wenn die fertig waren und wir es nicht mitgekriegt haben, haben sie die Wäsche immer ganz toll zusammengelegt von uns, daneben gelegt. Was deutsche Bauarbeiter vielleicht nicht so unbedingt tun würden und auch nicht so gut könnten, glaube ich. Wie weit war das von Minamisoma weg? 6 Kilometer oder 4, sowas, ja. Das heißt, die Bewohner da, Ne, die. das gehörte zu Minamisoma dazu, zu dem Bereich Minamisoma, zum Drehort vom Haus war es Also die 4 Kilometer. Bewohner, die am Anfang ja noch relativ häufig vorkommen, hinterher nicht mehr, die kommen dann auch in den Zeiten, wo nicht gedreht wurde, nicht mehr vor. Das gab da keine Freundschaften, Kontakte. Doch, wir waren immer wieder da, das schon. Ja. Wir waren immer wieder in dieser Housing Community und haben immer wieder mit ihnen auch gegessen und das schon, doch, doch. Haben die den Film schon Aber die gesehen? können sich selber gar nicht. Nein, das haben sie noch nicht, weil es noch gar keine japanischen Untertitel gibt. Der hatte ja gerade erst Weltpremiere auf der Berlinale, der Film. Aber Sie werden vielleicht hinfahren und ihn zeigen? Wir werden ganz sicher hinfahren. Wir werden auf jeden Fall den Film da zeigen in Minamisoma, in der Housing Community, aber auch hoffentlich überhaupt in Japan. Bis hierhin vielen Dank. Jetzt sind Sie dran, wenn Sie wollen. Dankeschön. Genau, geben Sie mir einfach ein Zeichen. Ich komme dann mit dem Mikro jetzt hier rüber. Natürlich können Sie einmal durchgehen. Ich habe mehrere Fragen. Einmal, war der Drehort, den Sie hatten, also dieses Haus, war der noch original oder musste der erst hergerichtet werden? Nein, nein, ist alles original. Alles original. Wir Zweitens. können uns sowas erstens nicht leisten und zweitens würde ich es auch gar nicht wollen. Ja. Mir war das schon wichtig, dass es wirklich stimmt, dass es das Echte war, so Dann die wirklich. Frage dazu. War dieses bewusste Kehren auch ein symbolischer Akt für Sie oder war das immer wieder nur Kehren und Wischen, war ja ständig Ach, da in das dem ist es. Film, ja? Was haben Sie damit verbunden? Ja, zum einen meine Klostererfahrung, wo wir von morgens bis abends geputzt haben, was dann Uwe Ochsenknecht irgendwann gesagt hat, ja, putzen, jetzt verstehe ich, putzen, denn wir haben geputzt wie die Teufel. Was ja für mich auch wirklich eine einschneidende Erfahrung war, weil damals im Kloster bei Erleuchtung garantiert wir zwar als kleines Team akzeptiert wurden und die Schauspieler, aber meine Rolle als Regisseur nicht akzeptiert wurde. Ich bekam jeden Tag von einem Mönch entweder ein Scheuertuch oder einen Besen in die Hand gedrückt und musste die ganze Zeit wischen oder fegen um die Kamera rum, um meine Schauspieler rum, weil so eine sinnlose Tätigkeit wie Regisseur zu sein, wurde einfach nicht akzeptiert. Das fand ich großartig. Und Ja. da haben wir damals dann auch den Wald gefegt, also all diese Zen-Übungen, jeden Tag Wald fegen, aber jeden Tag eben auch dieses fatale Putzen also im Laufen, was hier auch vorkommt mit dem Scheuertuch. Und Putzen eben als dann übertragen als Zen-Übung, jeden Tag auch wieder einen Raum für sich zu schaffen, der auch fast wie so ein heiliger Ort ist. Diesen Raum sich herzurichten und aber auch zu akzeptieren, dass dieser Raum immer wieder verschmutzt wird und immer wieder ihn zu säubern und eigentlich auch etwas sehr Unsinniges oder nicht Logisches zu tun, jeden Tag wieder. Das ist so eine Zen-Übung gewesen, die mir sehr, ja, mich sehr beeindruckt hat. Das andere ist aber, dass Japaner sowieso wirklich einen großen Hang zum Putzen haben. Und es diese Tradition gibt, dass alle Schulkinder jeden Tag morgens ihr Klassenzimmer putzen müssen. Also Putzen wird wirklich als Geisteshaltung gesehen. Und es gibt für alles die richtige Art zu putzen. Und eben die Tatamis, wie sie hier zeigt. Und das kannte ich vorher auch nicht. Und das kannten auch die jungen Leute im Team nicht. Diese alte Methode, Tatamis zu wischen oder fegen mit dem Papier im Wasser, was dann nass Gequält wurde. Auf die Tatamis gelegt wird. Und es nimmt eine ganz große und zentrale Rolle ein in Japan. Manchmal wird es dann auch ein bisschen obsessiv. Also in Kyoto habe ich immer wieder die Stadtreinigung beobachtet, die wirklich Nagelscheren im Gepäck haben, dabei haben und mit den Nagelscheren Gräser abschneiden, die zwischen dem Asphalt wagen, hervorzuwachsen.
Also das, okay, das sind so kleine Auswüchse, aber dann auch eben dieses unendliche Putzen und Fegen der Gärten, dieses Beschneiden von Pflanzen, also das Gestalten des Raums spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und deshalb war das hier auch natürlich eine Metapher dafür, wie dieser Raum wieder in Anspruch genommen wird, als der eigene Raum. Was ich noch besonders gut fand, Sie haben ja vorhin schon anscheinend den Baum angesprochen, diese Symbolik des Baumes, dass dann bei dieser Urlaubsszene die beiden Frauen sich wirklich so vertrauensvoll an neue Bäume angelehnt haben. Ja. Das fand ich sehr schön, diese beiden Szenen, wenn man die beide miteinander verbindet. Aber das war Frage, ja. Unsere eigene Erfahrung, da war ich selber erstaunt. Nach 7 Wochen in diesem Gebiet, in der ehemaligen Zone, war das wirklich überwältigend, wieder in einem Wald zu sein, wo man Gras anfassen konnte, wo man sich aufs Gras setzen konnte, wo man Rinde von einem Baum anfassen konnte, Blätter, denn das darf man alles nicht in der ehemaligen Zone. Das ist alles noch so hoch verstrahlt. Das geht nicht. Ich fand den Begriff Radiation Vacation toll. Haben Sie weitere Fragen? Oder auch, Sie können auch sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Ja, mir hat es wunderbar gefallen. Ich habe es ja schon gesagt. Wunderbar. Danke, danke. Vielleicht eine Frage zu den Gespensterszenen. Ah ja. Was hat Sie da inspiriert? Ich beschäftige mich seit sehr langer Zeit mit japanischen Gespenstern, weil die eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also Japan ist wie China auch sehr, also man glaubt sehr stark an Geister. Japan nochmal besonders, weil Japan ja nun auch schon relativ lange ein hochindustrialisiertes Land ist und gleichzeitig gibt es aber doch den Gespensterglauben noch sehr, sehr stark oder Geisterglauben. Besonders im Norden Japans, da wo die Katastrophe passiert ist. Und wir hatten große Probleme, Statisten zu bekommen, um die Geister zu spielen, weil sie alle dann doch sehr, sehr große Angst hatten vor besonders diesen Geistern. Das sind diejenigen, die eines unerwarteten und plötzlichen Todes gestorben sind und die deshalb nicht begreifen, dass sie tot sind. Ich glaube nicht an reale Geister, überhaupt nicht. Aber was ich dann doch schon sehr stark verstanden habe, ist, dass wir alle Geister in unserem Gepäck natürlich haben, weil es Erinnerungen sind. Also man kann das auch sehr leicht übertragen. Mit was wir in unseren Köpfen leben, ist ja oft Vergangenes. Menschen, die wir verloren haben, Erinnerungen, vergangene Erlebnisse, Orte, an denen wir waren. Das sind natürlich auch alles Geister, die uns begleiten. Also sie dann real werden zu lassen, ist eigentlich nur ein kleiner Schritt. Und in Japan ist alles beseelt und man glaubt auch wirklich sehr stark da noch dran. Das ist einfach sehr, ja, sehr tief verwurzelt. Danke. Mich würde dazu auch interessieren, die Rosalie Thomas, die spielt das ja ganz phänomenal. Aber hat die vorher schon mal was mit Japan zu tun gehabt? Wie haben Sie die angeleitet, dass die in dieser Welt so perfekt nicht reinpasst? Also ich habe ihr genau wie Elmar Wepper bei Kirschblüten verboten, irgendwie jetzt sich mit Japan groß zu beschäftigen oder zu versuchen, Japanisch zu lernen oder ich weiß nicht was. Nee, durfte sie alles nicht. Und kam genauso frisch und unschuldig nach Japan wie Elmar Wepper in Kirschblüten. Hat es ihr gefallen? Oh ja, sehr. Und sie hat dieselbe Erfahrung gemacht, die ich am Anfang gemacht habe und auch immer wieder mache, dass sich Japan wahnsinnig fremd und wahnsinnig vertraut gleichzeitig anfühlt. Lost in Translation so ein bisschen. Na, das ist jetzt ein schwieriges Beispiel, denn der Film ist wahnsinnig rassistisch. Ja, und ich habe mich sehr geschämt für den Film, weil ich ihn in Japan gesehen habe, mit japanischen Freunden und ich bin immer kleiner geworden in meinem Sitz, weil Japaner so schrecklich dargestellt werden in dem Film als Komplettidioten. Das ist kein so gutes Beispiel. Ist für Sie Ihr Film ein deutscher oder ein japanischer Film? Deutsch-japanisch. Deutsch-japanisch. Ja. Dann sind wir bei dem Grundpunkt der ganzen Reihe, die heißt ja, was tut sich im deutschen Film? Wie würden Sie das denn einschätzen? Also ist es vielleicht genau sowas, dass dieses mal nach draußen gehen und gucken, was passiert auch außerhalb unseres vielleicht eher kleinen Kosmos, der oft immer wieder abgebildet wird, dass das was ist? Oder wie nehmen Sie das wahr? Was tut sich so? Ich habe keine Ahnung, was sich tut. Ich mache meine Filme. Das können wir alle, die Filme machen, nicht sagen. Die Einschätzung und das Einordnen von dem, was wir machen, das ist einfach nicht unser Job. Aber das müssen andere machen. Sie gucken ja Filme, deswegen frage ich. Ja, na klar, aber ich gucke Filme ja auch anders. Ich gucke die ja mit einer doch dann anderen Haltung.
Das ist für uns selber, glaube ich, sehr schwierig, da jetzt so allgemein uns selber auch einzuordnen. Das, glaube ich, kann niemand von uns Filmemachern. Wollen Sie dazugehören? Will ich dazugehören? Zu was jetzt? Zum deutschen Film? Film. Na logisch, ja, na klar möchte ich dazugehören, ja klar. Aber ehrlich gesagt gehöre ich dadurch dazu, dass Sie heute Abend hier sind und den Film anschauen. Dadurch gehöre ich mehr dazu, als wenn ich jetzt hier irgendwie in einen Kanon mich einreihe oder ich weiß nicht. Solche Dinge sind für mich so wichtig. Und Sie ich hätte noch eine Frage zu dem Titel, und zwar im internationalen Verleih heißt der, glaube ich, Fukushima Mon Amour, was natürlich sofort auf Resnais bzw. Duras verweist. Und ich finde jetzt mal rein formal gibt es da, wenn man will, kann man da auch die eine oder andere Parallele sehen. Aber warum heißt er auf Deutsch Grüße aus Fukushima? Also hat das den Grund, dass Sie diesen Verweis ja, denn, wollen, oder? Also der Titel Fukushima Mon Amour ist eigentlich der Originaltitel. Nur hatte der Verleih dann auch, glaube ich, sehr berechtigte Zweifel, diesen Film in Deutschland zu verwenden, weil das Wissen um den Film Hiroshima Mon Amour nicht besonders groß mehr ist oder wirklich nur unter Cineasten ein Begriff ist. Für mich war das natürlich schon diese direkte Anspielung darauf, weil es zweimal eine Katastrophe in Japan gab, die direkt mit Atomenergie zu tun hatte. Die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki von außen und jetzt aber diese eigene gemachte, hausgemachte nukleare Katastrophe von Fukushima. Also deshalb war das schon sehr bewusst so gewählt. Aber ich finde die Entscheidung des Verleihs auch richtig, das in Deutschland nicht zu tun, weil dann vielleicht auch Zweifel dran aufkämen, ob das ein deutscher Film ist mit einem französischen Titel und das ist alles vielleicht ein bisschen zu kompliziert gedacht gewesen für Deutschland. Ich habe noch eine weitere Frage, und zwar zu der Arbeit mit den Protagonistinnen. Inwiefern Sie da die Charaktere zusammen erarbeitet haben oder wie das in Proben entstanden ist vielleicht oder inwiefern Sie das vorher schon festgelegt haben. Das ist alles durchs Drehbuch festgelegt natürlich. Aber es gibt dann so eine intuitive Entwicklung mit den Figuren, wenn die Schauspieler dann besetzt sind und das Kostüm feststeht und man sich halt auch immer wieder gar nicht verbal darüber austauscht, sondern anfängt mit diesen Figuren auch zu leben. Das ist ein schwer zu beschreibender Prozess, der geht wirklich sehr, sehr fließend. Den kann man gar nicht so festlegen. Und manche Schauspieler arbeiten so und andere so. Es gibt Schauspieler, die wollen dann wirklich auch jedes Detail nochmal genau durchsprechen und diskutieren. Und andere wollen das gar nicht. Also zum Beispiel Rosalie, mit ihr musste ich überhaupt nicht mehr reden. Das war dann irgendwann auch ganz klar, wer diese Figur ist, diese Marie. Und mit Kaori Momoi war das ähnlich. Also sie wollte unbedingt diese Rolle spielen. Sie ist ein Superstar in Japan. Sie wird die Meryl Streep von Japan genannt. Und wollte es unbedingt spielen. Einmal, weil sie gerne über Fukushima reden wollte, also wirklich als politischer Akt. Und zum anderen aber auch, weil sie so gerne eine alte Frau spielen wollte, denn in Japan ist sie sehr stark festgelegt, sie ist das Gesicht von Shiseido in Japan, von SK2 und kommt aus dieser Rolle der schönen Frau nicht raus, obwohl sie inzwischen Mitte 60 ist, kommt sie da, kriegt nicht die Rollen, die sie eigentlich wirklich spielen wollen würde, von ihrem Lebensalter her gesehen. Und deshalb wollte sie gerne diese Figur spielen. Ich wusste gar nicht so recht, wie berühmt sie ist, wir waren Bier trinken und waren in so einer richtigen Kneipe, eigentlich sehr bayerisch, so eine Beizen halt. Und ab und zu hat sie so über meine Schulter geschaut und dann irgendwann habe ich mich mal umgedreht und da stand eine Schlange wirklich von hier bis um den Block hinter mir und das waren alles Leute, die ganz geduldig gewartet haben, bis unser Gespräch vorbei war, um dann ein Autogramm von ihr zu wollen. Die standen aber schon seit 2 Stunden, weil wir 2 Stunden irgendwie miteinander geredet haben und Bier getrunken haben. Und da habe ich dann so langsam begriffen, wer sie ist. Aber
auch wieder sehr japanisch. Sie hat dann nicht mit der Wimper gezuckt, mit uns dann in diesen Containern zu wohnen, mit den Bauarbeitern. Und da auch dann keine Sushi oder kompliziertes japanisches tolles Essen zu bekommen. Nee, nee, das Essen der Bauarbeiter waren panierte Schnitzel, sehr beliebt in Japan, Tonkatsu. ja, fand ich nicht so schön, aber sie hat da nie auch nur ein Wort gesagt. 7 Wochen Schnitzel. Ja, Schnitzel und was haben wir noch gegessen? Ja, Schnitzeln und Nudelsuppe. Naja, nee, Reis eigentlich wenig. Nudelsuppe und Schnitzel. Zum Frühstück. Zum Frühstück Reis, das stimmt, zum Frühstück Reis, ja. Ja, da ist noch die nächste Frage. Aber nur eben zum Frühstück, weil sie es noch warten, bis aufs Mikro, das Mikrofon kommt. Irgendwann hatten wir dann Nami Kamata, die auch mitspielt und dieses Instrument spielt im Film und auch den Song komponiert hat. Also die Clownin, die hat mir dann, ich glaube, für umgerechnet irgendwie 25 Euro 4 Scheiben Salami aus Tokio geschickt und so ein Stückchen Brot. Das fand ich total süß. Sie lebt in München und sie konnte sich vorstellen, wie sehr wir das dann auch irgendwann vermisst haben. Ich habe noch mal eine Frage zu dieser Szene, wo sie vor dem Baum stehen und dann kommt ja der Besuch dieses Mönch oder Abt, haben sie gesagt, und die stehen davor und rezitieren ja ein buddhistisches Mantra. Hat das Sutra, hat das eine bestimmte Bedeutung, die sie damit einfließen lassen wollten, oder ist das der Ausdruck, den dieser Mensch auch dort lebt? Das ist ein ganz normales Ritual, was dieser Abt jeden Tag macht. Und er wird gerufen zu Orten, wo schlimme Dinge passiert sind, um diesen Ort auch zu erlösen. Und deshalb steht er vor dem Baum, weil eben an diesem Baum Yuki gestorben ist. Und das ist ein ganz normaler Vorgang, so wie eine Messe zu halten in der katholischen Kirche. Und er, der aus der Richtung... wie heißt es auf Deutsch, Pure Land, es ist eine bestimmte Richtung im Buddhismus, kommt, reines Land, deren Standardgebet, in Anführungszeichen, ist eben die Rezitation der Sutra Myoho Rengekyo. Und zwar, also in der Szene von dem Wald, wo die beiden im Wald sind, habe ich eine Frage zu. Und zwar, ich hatte das Gefühl, der komplette Film hat sehr viel ausgesagt, obwohl er eigentlich nichts wirklich ausgesprochen hat, also von der Geschichte, von den verschiedenen Leuten, außer in der Szene, wo sie erzählt hat, was mit ihrem, also was an ihrer Hochzeit passiert ist. Und ich wollte wissen, ob das von Anfang an klar war, dass diese Szene mit reinkommt, dass es so genau erzählt wird, oder ob das, also ob das sicher war, dass die Szene mit reinkommt oder ob die weggelassen wird. Nee, das stand alles ganz genau so im Drehbuch. Aber also diese zentralen Punkte der Geschichte, die sind alle genauso festgelegt gewesen. Es gab aber andere Dinge, die dazugekommen sind, wie der Katzenmann zum Beispiel, oder auch, dass der Mann der Tochter dann plötzlich Klavier spielt und auch noch Schubert spielt. Das war ein glücklicher Umstand. Der Mann wird gespielt von dem Produktionsassistenten von der japanischen Produktionsfirma, die uns geholfen haben. Und in dessen Wohnung haben wir gedreht. Das ist seine Wohnung. Und während wir überlegt haben, wie wir das genau machen, hat er sich ans Klavier gesetzt und hat Schubert gespielt. Und hat mir dann erzählt, dass er deutsches Lied studiert hat. Also Gesang, das deutsche Lied, hat er als Student studiert. Das waren dann so, das passiert oft in Japan, dass dann so plötzlich so ganz verrückte Verbindungen wieder da sind zu Europa. Und dann habe ich gesagt, du spielst jetzt den Ehemann und du setzt dich ans Klavier und spielst bitte genau dieses Stück im Prompto Nummer 6 von Schubert. Genauso, wie du es gerade gemacht hast. Ja, wenn ansonsten keine Fragen sich mehr aufdrängen, letzte Chance, sagen wir... Letzte Chance wird wahrgenommen. Das also hinter gut. Ihnen möchte ich ja nicht sitzen im Kino. Ich würde Ihnen von hinten die Haare zurückkämmen. Hilfe! Es sieht sehr gut aus. Ich meine nur hinter Ihnen. Niemals sitzen. Never sit behind me. Never. Also, Happy Birthday Türke. Remember? Ich war im Travestie-Kabarett zum Elch.
da war ich 15. Und dann wurden aus dem Travestie-Kabarett Leute ausgesucht. Manuela Riva. Manuela Riva, ja. Ja. Und ich war 15. Und jetzt sitze ich hier und bin 54. Und jetzt treffen wir uns. Wir haben uns ja noch nie gesehen. Ja. Aber kann das sein? Moment, da muss ich jetzt mal rechnen. Hm? 91 war Happy Birthday Türke. Also sind weiter Sie nicht... weiter vor. Nee, 91 haben wir die gedreht. Echt? Ja. Kann nicht sein. Ich bin 54. Sie sind nicht 54, doch, so sieht's doch aus. Genau. Das war ja so, ja. Und unser DJ im Travestie-Kabarett hat in Happy Birthday Turkey den Müllmann gespielt. Okay. Ja. Das kann alles gut sein, nur war es wirklich 91, deshalb sind Sie nicht 54. Das müssen Sie jetzt akzeptieren. Aber es ist schön, dass Sie das erwähnen, denn meine große Liebe zu Frankfurt stammt aus der Zeit und ich habe sie immer noch und ich finde, dass Frankfurt eine tolle und sehr internationale Stadt ist. Und wann immer ich Hessisch höre, bin ich glücklich, besonders wenn jemand zu mir Hetzmischnitt sagt, bin ich selig. Denn das Hetzmischnitt, denn das habe ich damals aufgeschnappt und das, ja, macht mich einfach glücklich, wenn ich das höre. Und aber auch wirklich hessisch. Sie sind hier jederzeit willkommen bei Dankeschön. Uns. Einen herzlichen Applaus, sehr. Doris Dörrie. Und natürlich noch der Hinweis, wenn Ihnen der Film gefallen hat, nächste Woche geht's los im Kino. 10.3. am Donnerstag ist der Kinostart. Ganz wichtig ist immer das erste Wochenende. Erzählen Sie es weiter. Und am 24.3. geht's auch schon weiter mit unserer Reihe. Eine ganz tolle Nachwuchsregisseurin, Theresa von Elz, mit ihrem Film Vier Könige, hat das Filmfest Rom gewonnen. Kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen. Und jetzt einen guten Nachhauseweg. Bis bald. Tschüss.